Hallo zu einer neuen Folge Elvener. Die 10. Folge nach einer etwas längeren Abstinenz, die geschuldet war den Prüfungen, die ich schreiben muss. Und dementsprechend habe ich auch ganze anderthalb Wochen ungefähr gar nicht das Spiel besucht. Das heißt, eigentlich habt ihr zwar trotzdem mehr Inhalt als sonst, aber für diesen Zeitraum trotzdem eigentlich zu wenig. Aber hört selbst, ich habe einiges gebaut vor allem und auch einiges gespielt. Unter anderem habe ich begonnen mit dem Abriss des Platzes der Ork-Strategen. Der konnte ja im Prinzip nur Ork-Strategen produzieren in, ich glaube, 8 oder 10 Stunden oder 24 Stunden sogar, ich weiß es gar nicht mehr, 10 Ork-Strategen. Allerdings war das zum einen ziemlich wenig, wie ich festgestellt habe, vor allem mit der Zeit, wenn man seine Produktion in der Kaserne hochgeschraubt hat, was die Einheiten anging, da haben einen diese 10 Strategen eigentlich im Prinzip nicht mehr gejuckt. Und dann waren die auch nicht sonderlich gut und dann brauchte ich halt noch den Platz und da kam das eine zum anderen und ich habe den einfach endlich abgerissen. Dafür habe ich allerdings die Rüstkammern, wie eben schon angedeutet, weiter ausgebaut. Alle drei Rüstkammern, oder ich glaube 3 von 4 Rüstkammern, sind von 4 auf 8 geupgradet, also ein guter Schritt. Allerdings ist damit auch die Grundfläche gestiegen von 2x2 auf 3x3 Felder. Und dazu musste ich ordentlich umbauen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Dann ging es weiter mit dem Abriss des Trainingsgeländes. Noch eine Kasernenproduktion. Der Unterschied beim Trainingsgelände ist, dass das tatsächlich nicht selbst Einheiten produziert hat, sondern mehr oder weniger nur eine zweite Kaserne war. Das bedeutet, dort drüber hat man dasselbe Interface erreicht wie bei der normalen Kaserne, nur mit anderen Einheiten. Blöderweise produzieren die beiden aber nicht parallel, sondern über dieselben Produktionsslots. Das heißt, ich konnte mich dann im Prinzip nur entscheiden, ja, möchte ich jetzt die normalen Einheiten weiter produzieren oder möchte ich die Einheiten vom Trainingsgelände, ich glaube, das waren Cerberus-Hunde, produzieren. Aber wenn ich das eine produziert habe, dann konnte ich das andere nicht mehr produzieren. Und dementsprechend habe ich mich oft für die normalen Einheiten entschieden, weil die meistens auch einfach stärker waren und ich mehr damit anfangen konnte. Also habe ich auch das Trainingsgelände erstmal wieder abgerissen, weil ich halt gerade keine Verwendung dafür habe und das gar nicht mal so klein war. Meine Produktion habe ich auch ein bisschen angepasst. Die meisten Werkstätten habe ich von Stufe 8 auf Stufe 9 geupgradet, allerdings noch nicht alle, weil mir die Münzen momentan so ein bisschen fehlen. Die habe ich vor allem auch eingesetzt, um das Hauptgebäude weiter zu upgraden, sogar von 7 auf 9, also ganze 2 Stufen geupgradet, wodurch das Lager schon mal gut viel größer geworden ist. Allerdings komme ich da momentan eh nicht ran, weil wenn ich mal wieder ein paar Münzen habe, dann verbrauche ich die auch relativ schnell. Bei Vorrat natürlich genauso. Für Münzen und auch Bevölkerung, da ich momentan sehr viele Wohnhäuser habe, davon habe ich übrigens auch 3 weitere auf das aktuell höchste Level, was ich bauen kann, gebracht, habe ich auch den goldenen Abgrund gebaut. Der steht jetzt bei mir auf Stufe 1 und der bringt mir Münzen und Bevölkerung. Jeweils, um ehrlich zu sein, eine ziemlich unbeachtenswerte Menge, aber das wird hoffentlich noch, wenn ich den weiter ausbaue. Ein kleiner Spoiler schon mal, auf Stufe 2 kommt er in der nächsten Woche schon mal, das habe ich eben schon gemacht. Zusätzlich habe ich auch den Wälzer der Geheimnisse weiter gefördert, der steht jetzt auf Stufe 4 schon mal, bringt allerdings leider immer noch nur einen Wissenspunkt. Ich glaube, jemand hatte mal geschrieben, der bringt nur alle 5 oder 10 Stufen oder so einen Wissenspunkt mehr. Einerseits finde ich das natürlich ganz gut, weil das nicht so overpowered ist wie die legendären Gebäude in Forge of Empires, wo man dann jede Stufe einen Forgepunkt mehr bekommt und wenn man die mal ordentlich fördert, dann hat man seine tägliche Produktion mal eben von 20 oder so auf 40 oder 60 gebracht. Andererseits, ja, ich würde die halt trotzdem gerne haben und das dauert halt dann doch schon ziemlich lange, die Dinger zu fördern. Und ich fördere die momentan allerdings auch nur über Wissenspunktpakete aus meinem Inventar. Ich gebe da keinen einzigen Wissenspunkt. Okay, keinen einzigen stimmt nicht, die letzten 2, 3 oder so durchaus mal. Damit ich keine Wissenspunkte verliere über die Förderketten. Aber den Großteil der Wissenspunkte mache ich wirklich über die Förderketten. Und dann spende ich ausschließlich bei den anderen dann natürlich, nicht bei mir selber, bei den anderen über die Wissenspunktpakete aus meinem Inventar. Und die spenden dann bei mir in die Gebäude, den Wälzer oder den Abgrund. Wissenspunkte, ja gut, das ist mir dann relativ egal, wie sie spenden, Hauptsache sie kommen bei mir an. Um ein bisschen Platz zu gewinnen, habe ich dann auch noch die Exkursion zu den Phönixkulten abgerissen. Das war ein Kulturgebäude,
was allerdings ziemlich groß war. Und da ich bei der Kultur momentan eh so ein bisschen verschissen habe und nicht mehr über die 100% hinausgekommen bin, habe ich das halt auch noch abgerissen. Dann hatte ich wenigstens haufenweise Platz mehr und habe dann letztendlich als Ausgleich für die negative Kultur, die ich zwischenzeitlich hatte, zumindest einen Delikatessenschlachter gebaut. Übergangsweise hoffentlich nur, der die negative Kultur ausgleicht, aber mich halt trotzdem nicht weiterbringt als irgendwie 100% Produktionsbonus oder so. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich bauen musste, um die Rüstkammern vor allen Dingen dahin zu bauen, wo sie vorher auch standen. Wie gesagt, die haben ja 2x2, von 2x2 Grundfläche auf 3x3 Grundfläche sind die angestiegen. Das heißt, ich musste diese Gebäudereihe, wo die stand, natürlich auch auf 3 Felder Breite erhöhen. Und das habe ich geschafft, indem ich tatsächlich alle Wohnhäuser ein Feld zur Seite geschoben habe, dann die Straße verlegt habe und dadurch dann ein Feld mehr Platz in dieser Gebäudereihe hatte. Das hat ein bisschen Umbau gekostet, ein bisschen Umbauzeit vor allem und ein bisschen Gehirnschmalz, um zu überlegen, wie ich das machen kann. Aber da ich gerade irgendwie ein bisschen Platz frei hatte, insbesondere dadurch, dass ich auch die Phönixkult und so abgerissen habe, ging das dann doch relativ einfach. Obwohl Großumbauten hier im Spiel ja relativ schwierig sind, weil man nicht mal Gebäude tauschen kann, ne? Aber es hat alles funktioniert. Wie gesagt, ich habe noch 3 weitere, bislang kleine Wohnhäuser vergrößert von Stufe 4 auf Stufe 8, wodurch auch deren Grundfläche von 2x2 auf zumindest nur 3x2 angestiegen ist. Nicht ganz so heftig gleich auf 3x3, aber das hat trotzdem schon einen Unterschied gemacht. Habe ich aber irgendwie unterbekommen, auch durch den Umbau, durch die Verschiebung der Wohnhäuser. Hat also auch ganz gut geklappt. Ich habe dadurch eben die Bevölkerung bekommen, und um zum Beispiel auch das Rathaus zu upgraden und auch noch ein paar andere Gebäude zu upgraden. Allerdings fehlt es mir trotzdem im Prinzip dauerhaft an der Bevölkerung. Es wurden natürlich auch mehrere Turniere ausgetragen, an denen ich teilgenommen habe. Ich glaube, nie wirklich herausragend teilgenommen, aber ich habe teilgenommen und da kriegt man halt immer nicht zu verachtenswerte Mengen Wissenspunktpakete oder irgendwelche Boosts, die ich im Prinzip so gut wie nie nutze. Ich habe sie tatsächlich einmal genutzt, weil ein Event stattgefunden hat, eine Jubiläumsherausforderung, wie das so schön genannt wurde, wo man Medaillen sammeln musste. Medaillen sind hier nicht wie in Forge of Empires seine eigene Währung, sondern waren in dem Fall wirklich bloß die Eventwährung sozusagen. Und die hat man gesammelt, indem man verschiedene alltägliche Aufgaben erfüllt hat. Das heißt zum Beispiel Produktion abschließen, Boosts auslösen, Gebäude, Gegenstände verwenden und damit eben zum Beispiel Gebäude boosten oder so. Das habe ich gemacht. Da habe ich mein ganzes Inventar, glaube ich, leer gehauen. War auch relativ gut. Ich habe 4 von 5 Meilensteinen geschafft. Der 5., da brauchte ich leider so unglaublich viel noch. Das war nicht mehr machbar für mich. Aber die Belohnung waren, wenn ich richtig liege, gar nicht mal so scheiße. Und sind dann wieder schön in mein Inventar gewandert für die nächste Herausforderung. Oder eben, wenn ich sie mal zwischendurch brauche, insbesondere wenn es um Wissenspunktpakete geht. Es hat auch ein weiteres Event stattgefunden, beziehungsweise das findet, wenn ich richtig liege, sogar noch statt. Aber ihr merkt schon, ich habe keine Ahnung von dem Event. Es heißt die Reise der Himmelshändler und hat blöderweise genau da angefangen, wo ich in der Prüfungsphase war. Das heißt, mehr als genug gelernt habe und keine Zeit hatte, ins Spiel zu gehen oder zumindest keine Zeit investieren wollte, um in das Spiel zu gehen. Und dementsprechend habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt, habe das auch nicht weiter gespielt, habe dementsprechend keine Ahnung davon und war danach auch irgendwie, hatte ich nicht den Enthusiasmus, mich da noch einzuarbeiten, um da noch irgendwas rauszuholen. Das heißt, ich sammle halt so die täglichen Dinge ein und vielleicht gebe ich die noch aus bei irgendeinem Tagespreis, wo ich eh nicht weiß, ob der gut oder schlecht ist. Aber momentan bin ich noch nicht so auf dem Stand, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich keine Lust habe, Events zu spielen, oder dass ich noch das Gefühl habe, nicht gut genug, also dass meine Stadt noch nicht gut genug ist, um Events zu spielen, wobei das eigentlich langsam keine Ausrede mehr sein kann, da ich mittlerweile, ich denke, nicht mehr ganz so schlecht aufgestellt sein sollte, ne? Also mal gucken, vielleicht das nächste Event dann mal ordentlich reinkloppen, ordentlich reinklotzen, damit das dann vielleicht auch mal klappt und ein vollständig ausgebautes Hauptgebäude wird, das wäre ja mal was. Und ich denke, das pusht dann auch die Stadtentwicklung ordentlich. Also mal schauen beim nächsten Event, dieses Event definitiv nicht, da habe ich zu wenig mitgemacht und das kriege ich auch nicht wieder aufgeholt. Aber das sollte es für die letzten, ich glaube, bestimmt 3 oder 4 Wochen gewesen sein, wo jetzt keine Folge kam. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch wieder gefallen. Ihr schaltet dann auch beim nächsten Video, bei der nächsten Folge in hoffentlich wieder 2 Wochen, es spricht zumindest nichts dagegen, wieder ein. Und dann sehen wir uns bei dem Video. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das freut mich immer und hilft mir. Nein, es hilft mir eigentlich nicht, aber es freut mich. Und dann sehen wir uns dann. Bis dann, auf Wiedersehen.